Dem zertrümmer ich den Schädel! Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Was übrig? Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Warum sollte ich dich abführen? Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja, ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich von diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Dein Monster ist Geschichte.
Sehr gut. Was ist mit meinem Schatz? Hast du den Kram aus meiner Truhe? Ja, ich habe deinen Schatz. Sehr gut. Dann erzähl mal, was du alles noch gefunden hast. Wegen deinem Schatz. Ich habe Grog gefunden. Wunderbar. Her damit. Hier hast du ihn. Den habe ich schon vermisst. Sehr gut. Danke. Wegen deinem Schatz. Ich habe Gold gefunden. Hätte nicht gedacht, dass du das zugibst. Da hast du dein Gold. Ich hätte wetten können, es ist verschwunden. Ist eine echt ehrliche Haut. Wegen deinem Schatz. Ich habe Rum gefunden. Damit sieht die Welt gleich besser aus. Gibst du ihn mir? Den Rum kannst du haben. Sehr gut. Dann kann ich mich heute ordentlich zugießen. Du hast mir alles wiedergebracht, was in meiner Truhe war. Da waren noch Bananen. Ach, da habe ich sie gelassen. Die kannst du ruhig behalten. Ich halte mein Wort. Hier hast du die Hälfte von dem ganzen Krempel. Vielen Dank nochmal. Ich werde erstmal hier bleiben und mich ausruhen. Hab es nicht eilig, zu der Inquisition zu kommen. Ich krieg meine Waffe raus. Das tat weh. Endlich krieg meine Waffe was zu tun. Gut so. Dem zertrümmere ich den Schädel. Jetzt schlage ich ein paar Schädel. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Achtung, jetzt komm ich! Ja.
war's mit dem Vieh. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Gut so. Hey, lass mir auch noch was übrig. Alle Frauen lagen ihm zu Füßen und keine konnte sich seinem Charme entziehen. Als ich nach seinem Geheimnis fragte, verriet er mir, dass er all seine Liebesbriefe mit seiner blauen Feder schrieb. Eines Abends fegte ein Sturm über Taranis und wehte die Feder aus dem Turmfenster. Er hat noch lange am Oststrand danach gesucht, sie aber nie wiedergefunden. So, so. Hey, du Sack, verzieh dich von hier. Ich bin der Herrscher über das Wolkenreich.
Und deine Anwesenheit gefällt mir nicht. Gar nicht. Wolkenreich, was faselst du da? Du kommst zu mir, also stelle ich auch die Fragen. Genau 3 an der Zahl werde ich dir stellen. Beantwortest du keine davon richtig, ist es aus mit dir. Also, was haben eine Schiffsglocke und ein Vogel gemeinsam? Man kann beide schlagen? Man kann... Was? Schlägst du etwa Vögel? Nein. Aber... Pah, ich wusste es. Du weißt... Du hast verloren. Du hattest deine Chance. Mach dich bereit, deinem Schöpfer gegenüber zu... Moment, wolltest du mir nicht 3 Fragen stellen? Ah, verdammt! Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dann stell eben deine dämlichen Fragen oder weswegen du hierher gekommen bist. Was machst du an so einem Ort? Naja, ich sauf mir einen und warte ab. Und worauf wartest du? Na, auf den richtigen Zeitpunkt, um vom Felsen zu springen, um mir meine Beute zu krallen. Aber sonst ist alles okay mit dir? Denkst du, ich erzähle nur Mist? Vor dir steht der gerissenste Raubvogel aller Zeiten. Und glaub ja nicht, dass ich dir verrate, wo sich mein Nest befindet. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Bist du ein Pirat oder sowas? Ich war mal einer, zumindest bis unser Piratennest abgebrannt ist. Alles, was ich von dort retten konnte, war eine Kiste voller Voodoo-Puppen. Ist ein echter Schatz gewesen, Mann. Mit dem Zeug kannst du dich in einen Papagei verwandeln und durch die Luft kreisen, wie es dir passt. Seitdem bin ich der selbsternannte Herr der Lüfte. Krall dir deine Beute. Mehr ist nicht wichtig im Leben. Dem zertrümmer ich den Schädel! Schlitzen wir ein paar Kehlen auf!
Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Oh, verdammt! Jetzt haben sie mich! Wie bitte? Du bist gar nicht hinter mir her, oder? Nein. Okay, dann ist es ja gut. Ich dachte schon. Was dachtest du? Ich, nichts. Wieso? Jetzt rück raus mit der Sprache. Schon gut, keinen Ärger, okay? Ich bin desertiert. Erst fand ich die Idee gut, aber jetzt habe ich nur noch Schiss. Wovor? Vor Kommandant Sebastianos Männern natürlich. Jeder Deserteur wird erschossen. Und dann sind da noch die Schattenviecher. Wie weit sind die Schatten schon vorgedrungen? Nicht sehr weit von hier gibt es eine Totenkopfhöhle. Dort sind sie herausgekommen und haben die halbe Insel verwüstet. Wenn wir keinen Weg finden, diese Totenkopfhöhle zu stopfen, werden wir eh alle sterben, wenn du mich fragst. Vermutlich hat er recht. Ach was. Warum bist du desertiert? Die Jungs in Puerto Sacarico drehen völlig durch. Seit die Schatten hier sind, wurden die Befehle immer stumpfsinniger, waghalsiger und selbstzerstörerischer. Am Ende haben wir auf die eigenen Männer geschossen, damit sie die Stellungen halten. Da mache ich nicht mehr mit. Alleine im Dschungel wirst du nicht lange überleben. Ich komme schon klar. Ich brauche nichts, danke. Naja, bis auf meine Tasche vielleicht. Was ist in deiner Tasche? Mein ganzer Kram, den ich zum Überleben brauche. Als diese Schattenbiester angegriffen haben, habe ich den Kopf verloren. Also bin ich gerannt und habe meine Tasche vergessen. Die liegt bestimmt noch da oben im Wachturm. Gleich den Weg hier rauf. Wie komme ich nach Puerto Sacarico? Geh weiter Richtung Westen. Da kommst du an meinem Wachturm vorbei. Dann gehst du einfach weiter nach Westen. Wenn du die Palisaden siehst, bist du auch schon fast da. Sehr gut, danke. Was ist dir deine Tasche wert? Du meinst, wenn du sie mir wiederbringst? Okay, in dem Fall gebe ich dir 100 Goldmünzen. Ich werde deine Tasche für dich holen. Echt jetzt? Okay, das wäre ja großartig. Aber sei vorsichtig. Da oben im Wachturm sind immer noch die Schatten, glaube ich. Verdammte Schatten! Das tat weh! Ja, vertreib diese verdammten Schatten von hier! Verdammte Schatten! Endlich krieg meine Waffe was zu tun. Schatten.
Verdammte Schatten! Ziemlich rücksichtslos gewütet haben. Wundert mich, dass sie den Turm hier haben stehen lassen. Da liegt jemand. Ich möchte wetten, das ist die Fuego, der Gouverneur von Takarigua. Ermordet. Die Spitze eines Inquisitionsschwertes steckt noch in ihm. Was zum Henker ist bloß passiert auf dieser Insel? Was weißt du über die Leiche oben im alten Wachturm? Eine Leiche? Hier liegen überall Leichen. Dicker Kerl, ziemlich feine Klamotten. Klingelt's da bei dir? Ich schätze, dann war es der Gouverneur Di Fuego. Wundert mich nicht. Irgendwann sterben alle, die sich mit dem Kommandanten Sebastiano einlassen. Was heißt das genau? Hör zu, ich weiß gar nichts. Und ich will auch nichts wissen, okay? Ich habe deine Tasche gefunden. Stark! Endlich habe ich mein Hab und Gut wieder! Was ist nun mit meinem Gold? Ach ja, warte! Hier irgendwo... Ja, hier!
deiner Haut mache ich. Gut so. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Scheiß Schatten! Achtung, jetzt komm ich!